Herzlich willkommen zum Nachbericht des Spiels des Karlsruher SC bei Fortuna Düsseldorf. Endstand 3:2 für Düsseldorf. Eine unnötige Niederlage für den Karlsruher SC, der es wieder mal nicht schaffte, sich für ein gutes Spiel zu belohnen und wieder einmal unnötig in der Nachspielzeit Punkte herschenkte. Letztendlich gesehen ein Spiel, was man nicht hätte verlieren müssen. Das erste Halbzeit suchten beide Mannschaften die heile Offensive. Der 28. Minute war es der Karlsruher Michael Kaufmann, der das 1:0 für den KSC machte. Zu diesem Zeitpunkt nicht unverdient. 33. Minute erzielte der Düsseldorfer Peterson das 1:1. Damit ging es leistungsgerecht auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit hatte zunächst Jensen eine Kopfballchance, doch er schadete am Düsseldorfer Tor Kastenmeier. In der 66. Minute war es Philipp Heise, der einen Freistoß trat. Er ging in die Mauer, doch er kam wieder zurück und Philipp Heise zog ab und erzielte das 1:2 für den KSC. Danach war der KSC eigentlich drauf und dran, das Spiel zu entscheiden, doch der Düsseldorfer Zimmermann erzielte in der 72. Minute das 2:2. Danach war Düsseldorf dran. Einmal verpasste Ginczyk eine Flanke in der Mitte und dann war es wieder Ginczyk, der es so verfehlte. Der KSC wechselte nun doppelt und brachte Rossmann, Schoto und Tiede. Danach war der KSC eigentlich drauf und dran. Also eine dicke Chance durch Mikkel Kaufmann, doch Düsseldorf so der Kastenmeier lenkte den Ball über die Latte. Danach war der KSC drauf und dran. Doch in der 93. Minute erzielte der Düsseldorfer Devis das 3:2 per Kopf. Das war nicht gut verteidigt vom Karlsruher SC. Und somit ein unnötiges Gegentor, womit man wieder einmal in der Schlussphase Punkte liegen ist und Punkte verschenkte. Somit rutscht man in der Tabelle auch auf Platz 10. So, das war's zum einen Spiel. Unter der Woche gab es noch ein Transfer-Coup für den KSC. Man verpflichtete Lars Städtl von Borussia Mönchengladbach, der nochmal seinen Verein aus der Jugend spielen möchte. Nach unserer Meinung ein Transfer, der im KSC durchaus hilfreich sein kann und im Mittelfeld eine Verstärkung sein kann, da man ja aufgrund auch ungewisser Zukunft von einigen Leihspielern nicht weiß, wen man in der neuen Saison zur Verfügung hat. Nach unserer Meinung ein guter Transfer, der uns nochmal sehr helfen wird. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.